Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Brotherhood mit Ezio in Rom. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ich muss nur gucken, was wir machen. Ich wollte ja eigentlich den Dings mitnehmen, aber ich sehe den gerade gar nicht. Das ist der. Genau, das ist der Unterschlupf. Und die Cluster müssten wir irgendwann mal nochmal machen. Stimmt, das wollte ich auch noch gemacht haben, ne? Das wollte ich auch noch gemacht haben. Haben wir denn nur Dings in der Nähe? Ja, haben wir. Ah, direkt da vorne. Wer kann ein wenig Goldbrokat schon widerstehen, Just? Ja. Ach, hier wollte ich hin. So? So. Da war was. Weil gewisse Sachen haben wir ja schon beendet. Genau, die Stelle. Die haben wir auch. Ich glaube. Oh, okay. Schneider haben wir noch einen, den wir nicht hatten. Also noch nicht gemacht haben. Okay. Was ist denn der? Warte mal, machen wir mal anders. Das können wir ja mal kurz ausschalten. So. Machen wir den mal an. Die haben wir, glaube ich, auch alle, ne? Die können wir vielleicht nochmal einschalten. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Genau. Ah ja. Die liegt hier in der Nähe sogar. Ja, da haben wir noch ein paar größere, aber wo ist der Schneider? Die wir noch nicht haben. Da. Da ist er. Gut, dann gehen wir aber erstmal hier hin, ne? Wenn ich nur wüsste, wie ich da hinkomme. Ist das da oben oder ist das da unten? Hm. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Wald ist nicht so für Ezio. Ja. Okay. Weird. Ach, da vorne. Ja. Sehr interessant. Und auch sehr teuer. Ja, damit, da sitzen wir wahrscheinlich noch eine Weile dran. Ach schade, ich dachte, das Dingspferd kommt wieder. Dieses, was wir geklaut hatten. Mit der Berüstung. Naja. Dann nicht. Mhm. Hi, hi. So, da vorne müsste es sein.
Dann gucken wir mal, was wir machen. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ich wüsste gern, wo der letzte Dings ist. Oder ist das der Hauptschrein? Können wir eigentlich hingehen? Ich glaube, uns fehlt noch ein Schlüssel. Ach Gottchen, jetzt laufen die mich schon wieder hinterher. Wo denn? Da unten? Ja, hier. Geht doch. Dann haben wir das nämlich jetzt auch. Hier. Und kriegen hoffentlich ganz viel Rabatt. Ja. Zeig mal her. So. Das klingt immer gut. Die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ja, das schon eher. Das hier. Ja, machen wir das später. Vielleicht ein anderes Mal. Ja. Vielleicht ein anderes Mal. Genau, dann haben wir das nämlich jetzt auch. Ja, dann hier sein, ne? Oder da? Ah, da ist es. Da sind wir gleich in der Nähe. Können wir doch mal gucken. Wenn wir sowieso schon da sind. Aber ich meine, uns fehlt noch was. Naja. Na komm. Immer schön ruhig. Vielleicht hat er ja was dabei. Nur geht. Ach, wir hätten auch da reinspringen können. Egal. Muss ich denn da jetzt lang? Ah, ich glaube, das klappt nicht, ne? Nee. Das war, glaube ich, außenrum gehen. Oder da vorne, wenn das macht. Nee. Das ist zu hoch. Hier vielleicht? Ne? Okay. Gut, dann gehen wir halt außen rum. Ja, ich weiß, Ezio. Alles so schwer. Eine Warnung an alle, die die wohltuende Wirkung der Thermalquellen von Ferentino suchen. Ein kürzlicher Temperaturanstieg hat die Therme unbenutzbar gemacht. Das war klar. Okay, kommst du hier wenigstens hoch? Schön. Der Boden würde sich öffnen und alle Borgia-Verbrecher gehen Hölle schleifen. Tja, das wird wohl nicht passieren. Dafür aber andere Dinge. Ich höre doch da was. Ach, ein Schatz. Ja, gucken wir mal rein. Ah ja. Werden wir bestimmt für irgendwas mal gebrauchen können. Ja.
nicht gesehen. Ist der rüber? Wir springen mal einfach rüber. Oder? Ne, der geht's wieder raus, ne? Gut. Ach, das war ja da oben, ne? Oder? Nee. Da oben sind wir nur... Ja, okay. Aber irgendwo mussten wir doch lang. Ich habe mich doch schon wieder verlaufen. Das war doch hier irgendwo. Nee, hier geht's wieder... Da geht's wieder woanders lang. Ist auch dunkel da unten, ne? Ha. Da vielleicht? Ja, hier. Nein, ich wusste auch, irgendwo war da was. Das ist auf der anderen Seite, ne? Oh, hier liegt noch ein Schatz. Nehmen wir doch mit. Wer weiß, wofür wir es gebrauchen können. Ah ja, uns fehlt tatsächlich noch eins. Aber wo ist das? Angezeigt wurde uns das noch nicht, ne? Komisch. Stimmt. Brauchen ja 6. Wo komme ich denn denn mal her? Schauen wir doch mal nach. Und... Moment. Da ist es doch. Okay, dann gucken wir doch mal. Ah, okay. Haben wir die schon abgeschlossen oder haben wir die noch nicht abgeschlossen. Wo sind wir denn? Ach, muss ja da gucken. Ah, wir haben das noch... Ah, okay. Gut, wir müssen das erstmal machen. Na dann. Gehen wir kurz darüber. Von der Story ist das noch nicht so weit, dass wir das haben können. Wir müssen erst voranschreiten. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder hier raus. War doch irgendwo der Ausgang. Ah, da vorne. Sag mal, habe ich mich schon wieder verlaufen? Nein, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Okay. Dann machen wir erstmal das andere. Sicherer König Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet,
dass das Essen in Mailand... Nein! Bist du dämlich. Angepasst werden muss, bevor er einen Fuß dort hinsetzt. Ich glaube, ich sollte mich auch... Ah, da vorne ist er. Gucken wir mal. War das euer Stand? Sie! Alles wurde zerstört! Wer war das? Donato Mancini. Mhm. Ich trat beim Rennen gegen sein Pferd an und machte den Fehler zu gewinnen. Aha. Ihr dagegen. Die ganze Stadt redet von euch. Wie ihr gegen Borgias Männer kämpft. Mhm. Donato will sich alleine mit mir treffen. Ich fürchte, er will mich umbringen. Ja, okay. Wo kann ich ihn finden? Grazie a Dio. Er erwartet mich am Circus Maximus. Dort mhm. werden die Rennen ausgetragen. Okay. Dann gehen wir doch mal rüber. Dann können wir gleich mal da oben noch mal rangucken. Sag mal, Ezio. Dankeschön. Da haben wir bestimmt auch schon wieder einige. Ja, siehste. Ah ja, okay. Suchen wir mal was Einfaches raus, ne? Nur nicht einfach genug. Okay, dann kriegt das der. Das hier. Das muss doch gehen. Und das. Hätte ich eigentlich auch mal gucken können. Ja, okay. Ups. Noch nicht. Naja. Warte mal, was kriege ich eigentlich dafür? Sowas müssten wir eigentlich machen, ne? Na, das kriegen wir halt noch nicht hin. Hm. Naja. Wenn sie besser aufgelevelt sind. Und damit leveln sie ja. Wie viel bräuchte ich denn eigentlich dafür? Was? Ernsthaft? Die kriegt das auch hin? Okay. Ich dachte, das wäre zu schwierig. Was ja, ne? So besonders aussah. Ich dachte, das wäre ein besonderer Schwierigkeitsgrad, aber wenn nicht, dann nicht. Wenn er es hinbekommt, dann schicken wir ihn los. Da hat in dieser Stadt jede nur denkbare Gräueltat begangen. Und sind doch da. Niemand lässt mich warten! Bitte, ich kriege ihn! Verrückt, Scheiße! Ja! Anhalten! Ah ja, okay. Einer meiner Assassinen hat's hingekriegt. Requiescat in pace. Na dann. Können wir ja gleich gehen. Lauf! Geh schon! Verschwinde, Ezio! Ha! Er ist in Reichweite der Bogenschützen da oben! Och, Mensch!
Nein, du sollst laufen. Oh, ja, gut, dann klauen wir uns das Pferd halt. Wenn ich gerade selber eins gerufen habe, aber... Daneben so? Nein, wirklich. Versuche ich doch. Ach Mensch. Ist aber auch nichts in der Nähe, wo man mal eben kurz, ne? Drin schwimmen könnte. So ein Badesee oder so. Warte mal, wo haben wir denn einen? Ja, ich glaube, ich laufe sogar in die falsche Richtung, ne? Ist ja eigentlich hier hin. Na, spring doch mal da hoch, du Idiot! Mann, Ezio! Alter, du Penner, du! Jetzt kletter da hoch! Nein! Hochklettern! Hochziehen, bevor sie wieder... Lass doch mal die Kamera! Meine Güte! Lauf nicht gegen Bäume, Ezio! Das macht man nicht! Lauf! Jetzt spring. Vernünftig. Och, Mensch. Sag mal. Sonst schaffst du den Sprung auch. Was war das denn jetzt schon wieder? Garantiert nicht. Och, Mensch, Leute. Leckt mich doch fett, ihr blöden Scheißpenner. Geht doch. Was ist denn hier auf einmal los? Wer schießt denn da die ganze Zeit? Güte. Ich glaube, das Spiel dreht schon wieder durch. Muss ich gleich mal gucken, was ich da mache. Aber da... Ist ja... Oh, Mensch. Schön. Wenn gleich die Dings noch da sind, die Schüsse noch da sind, dann... Okay, es sind keine Schüsse mehr da. Ach, vielleicht sollte ich trotzdem mal kurz die Aufnahme pausieren, damit nicht zu viel verloren geht, falls das Spiel doch abstürzen sollte. Man weiß ja nie. So, wo muss ich denn jetzt lang? Am besten hier lang, hä? Rufen wir mal Pferdchen, dann kommen wir schneller voran. Wo ist das Pferdchen? Ach, da. So. Meine Güte. Wieder ein Trubel hier. Ezio. Mach doch mal hinne da. Wir sind hier nicht auf dem Sonntagsausflug. Ein Tempo zu legen. Ah ja. Ach Mensch, geht mir doch mal aus dem Weg hier.
Meine Güte. Stehen dann aber auch immer im Weg. Die müssen immer mitten auf der Straße stehen. Wie so Vollidioten. Gut, dann wollen wir mal reingehen, ne? Schauen wir mal. Wo ist denn das? Hier? Nee. Oder doch? Buongiorno, Ezio. Ah ja, okay. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Okay. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Ah ja. Machiavelli? Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verriet sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Mhm. Ezio? Tja. Aber es ist nie alles so, wie es scheint. Nö? Das fällt dir früh ein. Na komm. Dann reite vor. Ich glaube, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Ah ja. Na gut, dann reiten wir mal hinterher. Vielleicht gibt es ja eine andere Begründung. Vielleicht ist ja auch alles anders, als es scheint. Nö? Aber es ist schon sehr verdächtig. Okay. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Ah ja. Na komm. Micheletto, der beste Mann in Roma. Niemand entkommt ihm. Mhm. Bis heute Nacht. Kommt mit.
Wir folgen ihm, nicht andersrum, ne? Das weißt du, Ezio. Aber gut. Dann wollen wir mal. Ja, mit den Assassinen klappt das ganz gut. Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Ah ja. Interessant. Na los, Wolpe. Reite vor. Alles ganz merkwürdig. Naja. Irgendwas passt da nicht. Aber ich weiß noch nicht was. Also mit dem Zusammenhang mit Machiavelli, ne? Och, hey. Mensch. Kurz die Nase gejuckt. Ich hätte mir das so machen sollen. Naja. Wir sind ja gleich da, glaube ich. Wo reitest du denn lang? Meine Güte. Du musst ja jeden Feldweg mit, den es gibt, hä? Huh? Bleib dran. Damit will ich nichts zu tun haben. Ah nein, wirklich? Hä? Die sind gehören doch zu uns? Über Pietro erfahren. Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Ah ja. Na dann. Wo ist Wollen Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Ah ja. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, bin mir nicht sicher. Ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten? Ja. Aber wir haben ja ein paar.
Wir haben ja ein paar Azubis, ne? Warte mal. Hier hängt eins? Nein. Da unten, ne? Ach nee, da vorne. Dann gehe ich erstmal in die Richtung. Meine 43%ige Überlebung. Wow. Wirklich so viel? So, dann machen wir erstmal das hier ab. Ja, ich weiß. Madre Santa, Zeit zu gehen. Ja, eventuell. So. Okay. Naja. Ich gehe trotzdem mal kurz hier ran. Ui. So. Kommen wir nicht auch gleich? So viele brauchen wir nicht. Genau, den können wir da. Ich will mal gucken. Das brauchen wir ja. Ach so. Okay. Dann das. Ja, okay. Riecht er gerade so hin? Ich gehe nochmal durchgucken. Das war mir klar. Irgendwie. Okay. Wenigstens etwas. Nee, der falsche. Da. Ja, gut. Und den restlichen gehen wir dann zum Auftrag. Nö? Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ah, ja. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke? Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Ups. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucrezia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stell doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere.
Ich hasse solche Verfolgungsjagden. Ah ja. Achso. War wieder der Fernseher. Ich dachte schon. Meine Güte, der spinnt momentan aber auch rum. Ich dachte schon, es kommt eine Katze hin und wir wären schon da. Gleich sind wir aber da. Nein, wirklich. Ach Mensch, Ezio. Na, ah, ich hasse dich. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Ezio mal wieder zu dämlich ist. Überall immer reinrennt. Na gut, wenn sie eh hier, wenn sie eh hier gespeichert ist. Oder? So, und an der Stelle beende ich jetzt erstmal den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen. Die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte.